Der verliert auch nichts. Aha. Nein, kann ich nicht. Da oben muss ich auf jeden Fall auch noch mal hin. Aber hier hinten kann ich noch nichts machen. Ja, ich bin jetzt ganz schön aufgeschmissen, weil mir halt dieser eine Schlüssel fehlt und ich jetzt gerade fieberhaft überlege, wo ich diesen Schlüssel eigentlich gelassen habe. Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall den Verteiler Benzin und ich habe so einen Waffenschlüssel. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht alles ist. Ach ja. Ich habe auch das Gefühl, dass ich weiß, dass ich da hinten noch was machen muss. Aber ich muss auf jeden Fall erstmal den Dachboden aufkriegen. Aber wo kriege ich den Dachbodenschlüssel nochmal her? Fragen über Fragen, Leute. Wo war der Dachbodenschlüssel? Was habe ich denn bis jetzt noch nicht gemacht? Na gut, ich war nicht in der Kirche drin, aber ist das jetzt so wichtig, dass ich dann in die Kirche rein muss? Da kann ich auch nur nach oben einen Hebel drücken, dass ich den Stier einfange und das war's. Ich habe jetzt aber das und das gefunden. Da drüben in dem Level kann er auch nicht sein. Diesem Level? Ich weiß es nicht, Leute. Ich will jetzt erstmal einmal kurz einen Break machen und nochmal ganz scharf überlegen, wo ich den Dachbodenschlüssel in der ganzen Geschichte vergessen habe. Weil ganz klar, ich habe den Dachbodenschlüssel vergessen und ich weiß es einfach nicht mehr, wo er ist. Aber sonst habe ich ja alles. Ich könnte auch das Lachgas hier schon einsetzen. Also mein Bon. Ich muss auch von der anderen Seite gehen. Und ich höre irgendjemand gehen, marschieren und so. Aber es bringt nichts, wenn ich keinen Dachbodenschlüssel habe. Weil ich brauche das Moped ja noch. Ich weiß auch, wofür ich es noch brauche. Oder brauche ich es nicht mehr? Ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns gleich nachher so wieder. Ich spreche jetzt erstmal hier bei den Gräben. 6 Stunden und 43. Und ich finde jetzt heraus, wo dieser verdammte Schlüssel ist. Bis nachher. Ja, und hier sind wir wieder. Und ich habe es herausgefunden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht herausgefunden, ehrlich gesagt. Aber es ist mir auch egal, weil ich habe eine Idee. Es ist keine gute Idee, muss ich zugeben. Aber es ist wenigstens eine Idee und ja, Ideen muss man ja fördern. So, jetzt müssen wir erstmal hier. Ach, so Käse. Nein, 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 nein! Ja! Ein bisschen rutschen und stopp. Jetzt absteigen, junge Dame. Absteigen, junge Dame. Ach. So kann ich das. Ach, okay, ich muss das mal. Ich muss erstmal absteigen. Ja, ich dachte mir nämlich, ich mach mal das, wofür das eigentlich gedacht ist. Ich baue das Zeug hier jetzt mal ein. Und fahre damit jetzt erstmal dahin, wo es eigentlich dafür gedacht ist. Und es muss ja einen Grund haben, warum ich das als allererstes gefunden habe, ne? Ich habe aber keine Ahnung, wie man es einsetzt. Ich glaube, mit der Sprinten-Taste. Ich speichere erstmal. Was? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt wiederum soll. Okay, aber es funktioniert. Ich lade mir erstmal. Toulouse Moschee Numero 2. Ich muss da.
das war eigentlich auch schon alles. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich hier irgendwas finde, was mir hilft. Da unten ist wahrscheinlich jetzt unser Freund. Da hinten wird unser Freund irgendwo sein, aber egal. Ah! Butcher! Verlierst du irgendwas? Nö. Toll. Toll. Ja! Können wir das hier aufmachen? Okay, dann klettern wir eben hier runter. Ich glaube nämlich, dass ich... Wo bin ich jetzt? Okay, da geht's irgendwo runter. Da geht's irgendwo hoch. Ah, ich weiß, wo ich bin. Guti. Wo geht's hier lang? Ah. Baum! Butcher! Ich weiß nicht, ich mag das Geräusch. Da ist er! Nee, das ist eine Fackel. Achso, ja. Feuer? Feuer. Ach, klasse. Ich suche jetzt erstmal Feuer. Weil wo eine Fackel ist, muss auch Feuer zu finden sein. Vielleicht hier unten. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ist hier noch irgendwas? Ich weiß nicht. Ich mache jetzt mal hier die... Butcher! 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 Verlierst du irgendwas? Nee. Mensch, sind die gemein hier. Kann ich die Tür aufmachen? Nee. Kann ich nicht aufmachen. Und kann ich hier noch irgendwas? Nein. Hier liegt meine Fackel. Die brauchen wir. Weil wir brauchen sie einfach. Einfach nicht beachten, Leute. Und wir haben Feuer. Und mit dem Feuer rennen wir zurück, weil da war eine Sprenkleranlage. Und die löst ja bekanntlich... Was ist das? Seht ihr das? Das sieht komisch aus. Naja, da oben sind auf jeden Fall so Sprenkleranlagen. Die lösen ja in der Regel aus, wenn man Feuer hat. So. Lücke. Und dadurch geht die Tür ja auf. Und die auch. Und dadurch können wir jetzt hier einen Schalter betätigen. Aber wir haben immer noch nicht das Wichtigste gefunden. Ja, das war jetzt so wichtig, dass da die Kiste runterfällt. Fackel können wir liegen lassen, die brauchen wir nicht mehr. Jetzt müssen wir erstmal in diesen anderen Raum wieder rein, weil da ist eine Kiste runtergefallen. Das könnte ja so... Mann, immer diese niedrigen Decken hier. Das kennen wir doch alle aus unserem alltäglichen Leben, Mensch. Ach, interessant. Alles nur, damit hier eine Kiste rüberfällt. Alles nur, damit wir gleich da vorne... Das war dämlich. Alles nur, damit wir jetzt hier vorne hochklettern können. Und da reinklettern können. Speichern. Tulun Moschee heißt es immer noch, das Level. Na denn. Ja. Ich habe keine Ahnung. Genau, man kann ja eine Kiste aufschießen. Kann man hier eine Kiste noch schieben oder ziehen oder irgendwas? Was ist mit der Kiste hier? Komm, das kann doch nicht der ganze Sinn und Zweck der Geschichte gewesen sein. Irgendwas hat... Hallo? Also diese Kiste hier kommt mir schon sehr verdächtig vor, muss ich sagen. Kann man die irgendwie... Kann man die zerschießen? Nein. Kann man die irgendwie anders...
Was ist mit der Kiste? Was ist... Ah. Okay, aber... Das kann doch nicht der ganze Sinn und Zweck gewesen sein. Komm. Das kann einfach nicht...